Hallo Leute, für diesen Bett-Tutorial brauchen wir Stoff. Ich habe hier zum Beispiel, das ist Vlies, weil es einfach von der Konsistenz weich und geschmeidig. Ihr könnt natürlich andere Stoff benutzen, Stoff eurer Wahl, aber für diesen Tutorial benutze ich Vlies. Und ihr braucht dazu eine Schere, Nadel und Faden, ein Lineal, ihr könnt auch ein Geodreieck benutzen. Und ihr braucht dafür eine Puppe, um abzumessen, wie groß, quasi wie lang und wie breit das Bett sein soll. Ihr braucht dafür Pappe. Ich benutze hier die beiden hier, die werde ich zusammenkleben, damit es ein bisschen Stabilität hat. Und ihr braucht dazu einen Stift, um zu markieren, wie lang das Bett sein soll. Und ihr braucht dafür Heißkleber. Dann können wir ja schon anfangen. So, ich lege erstmal die Pappe. Ganz normal, auf mein Bett oder auf euren Tisch, wie ihr wollt. Frankie wird mich heute assistieren. Ich werde sie in die Mitte stellen. So, dass genau Platz genug ist für ihren Kopf und ihre Beine. Und dann kann ich entscheiden, ich lege sie hier am Rand, kurz vorm Rand, damit ich ein bisschen Abstand habe. Und dann kann man entscheiden, wie groß möchte ich das Bett? Möchte ich es so groß haben? Oder vielleicht nur bis hierhin? Ich markiere, wie groß das Bett sein soll. Ich würde höchstwahrscheinlich ein Einzelbett machen. Das heißt, ich mache so kleine Markierungen. Hier, hier, hier und hier. Dann nehme ich sie weg. Nehme mein Lineal. Lege es dann hier hin. Und mache dann eine gerade Linie. Schneide das aus. Das mache ich genau mit denen hier. Und dann liegt beide übereinander, damit die beide Größe haben. Und dann werde ich das mit Heißkleber kleben. Jetzt habe ich hier mein Vlies. Ich habe zwei übereinander gelegt. Jetzt nehme ich wieder Frankie. Denn ich werde jetzt eine Matratze machen. Ich werde sie quasi so legen. Und dann werde ich genauso groß, ein bisschen größer machen als das Stück Pappe für die große, für das Bett. Ich werde es ein bisschen breiter machen, denn wenn ich die Matratze auf die Pappe klebe, müssen wir nicht die Kanten sehen von der Pappe. Deshalb wird das hier ein bisschen größer sein als der Pappe. Ich zeige es euch dann. So, das ist die Pappe. Das heißt, ich werde die Matratze ein bisschen größer machen, vielleicht 1 Zentimeter breiter machen als sonst. Das werde ich einfach gleich mit einem Stift an die Ecken und Kanten markieren, damit ich weiß, wie groß der Pappe sein wird. Dann werde ich 2 Stück von diesem Filz, also diesen Vlies, ausschneiden. Und dann werde ich anfangen, die Matratze zu machen. So, ich habe bereits alle Ecken und Kanten zugenäht. Wie ihr sehen könnt, hier bis nur hierhin. Ich habe hier das hier freigelassen. Wie ihr sehen könnt, das werde ich jetzt umdrehen, dass diese Seite nach innen geht, damit die schönere Seite nach außen kommt. Das zeige ich euch gleich. So, ich habe es schon umgefaltet. So sieht es dann aus. Hier ist dann die Öffnung. Das werde ich jetzt mit Plush füllen. Das könnt ihr auch mit Stoffreste füllen, wie ihr wollt. Und dann, wenn das befüllt ist, dann werde ich das hier mit Nadel und Faden dann zuschließen. So, ich habe schon alles zugemacht. Ich habe es mit Wolle, mit dem, was ich da habe, einfach aufgefüllt. Wie ihr sehen könnt, es ist richtig groß geworden und ist auch sehr weich. Ihr könnt es so lassen, wie ihr wollt. Aber ich werde es so ähnlich machen wie bei My Froggy Stuff. Ich werde das mit Nadel und Faden hier nach unten drücken, damit so eine Art Form dann entsteht. So, so und dann so. Zu diesem Video gibt es bei My Froggy Stuff, wie man sowas machen kann. Ich mache das jetzt, damit ihr sehen könnt, wie ich es gemeint habe. So, ich habe hier ein paar Perlen gemacht, damit es in diesen wellenartige Form hat. So sieht es von hinten aus.
Und die sind zu teuer, gibt's bei My Froggy Stuffed. So, das ist jetzt fertig. Der nächste Schritt wäre, ist, wir drehen jetzt das um. Wir nehmen unser Pappe, was wir zurechtgeschnitten haben. Und wir legen es oben drauf. Ich werde das wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner abschneiden, denn es ist ein bisschen zu groß. Aber das ist nicht schlimm. Das hier werde ich ein klein bisschen abschneiden hier, damit es ein bisschen kleiner hier oben drauf passt. Und dann, wenn ihr das habt, dann könnt ihr anfangen, die Ecken hier, die und die und die, mit Heißkleber zu befüllen. Und dann tut ihr die Pappe oben drauf. Quasi, dann wäre das hier der Base für unten. Dann könnt ihr es umdrehen. Dann habt ihr erstmal eine Matratze mit Befestigung. Und dann, wenn ihr das habt, dann machen wir gleich weiter. So, ich habe das schon draufgeklebt, wie ihr sehen könnt. So sieht es dann aus. So sieht es dann aus quasi. Jetzt drehen wir das um. Und dann, wenn ihr noch ein Stückchen habt von eurem Papier, dann würde ich es mal so drücken, dass es dann Stück für Stück rollt dann. So. Das ist ja easy zu biegen. Und wie ihr schon sehen könnt, und fängt schon langsam an zu rollen. Und dann, ihr drückt das dann zusammen. So. Bis es anfängt zu rollen. Und dann stückchenweise mit Heißkleber dann zusammenrollen, damit das auch so bleibt der Form. Und dann, ihr macht davon 4 Stück. Ich habe schon 4 Stück vorbereitet. So sehen die dann aus. Und ihr müsst achten, dass die wirklich dieselbe Höhe haben und vielleicht auch dieselbe Breite. Aber wenn die da unten sehen, dann sieht man das nicht so sehr. Ihr könnt das, wenn ihr wollt, verkleiden. Wenn ihr das wollt, das könnt ihr machen oder auch so lassen, wie es ist. Und dann könnt ihr die 4 Stück dann jeweils einmal hier, hier und hier und hier kleben. Das wäre dann die Ständer, um das Bett dann zu hoch zu heben. Wenn ihr das habt, dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, ich habe schon alle 4 Stück draufgeklebt. Und Frankie sitzt schon oben drauf. Das ist dann ein einfacher Bett zu machen. Und wenn ihr wollt, ihr könnt auch ein Stückchen was hier kleben, damit das wird also der Wand von der Bettseite. Aber ihr könnt auch so lassen, wie es ist. Und dann müsst ihr dann einfach nur noch die Bettsachen noch, also die Bettwäsche selber dann gestalten. Das ist euch überlassen. Für diesen Tutorial mache ich gar keine, denn ich denke, das könnt ihr auch selber machen. Ich habe ja auch ein Tutorial gemacht, wie man sowas selber machen kann. Es ist ganz easy, ganz einfach. Ansonsten, ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen und wenn ihr Kommentare oder irgendwas dazu schreiben wollt, einfach unten an den Kommentaren schreiben. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren.